Tag der deutschen Einheit genießen zwei Debütanten ihre neue Zweitliga-Freiheit und schießen Stuttgart wieder oben ran. Hereinspaziert zum Heimdebüt Hannes Wolf und die für jeden sichtbare Anspannung beim jungen VfB-Trainer, dem mit Rodde und Werner zwei erfahrene Profis verletzungsbedingt fehlen, weshalb er den eigenen Fans einige junge Kerle präsentiert. Wolf will, dass vorne drin der 22-jährige Portugiese Carlos Manet Alarm macht und hinten soll bei den weißen Schwaben der 20 Jahre junge Franzose Benjamin Pavard für Ordnung sorgen. Da haben wir Pavard. Da haben wir Manet und der braucht genau einen Ballkontakt, um das erste Mal zu treffen. 70 Sekunden gespielt, der VfB 1-0 vorne. Dank der beiden Zweitliga-Debütanten. Pavard mit dem Traumpass, Manet mit dem coolen, leicht abgefälschten Abschluss. Vollstrecker und Vorbereiter. Sie kamen erst Ende August. Luhukay meinte, die bringen uns nicht weiter. Trat auch wegen ihrer Transfers zurück. Eine Entscheidung, die er so heute wohl nicht mehr treffen würde. Wahnsinn, wie es hier losgeht und Wahnsinn, wie es weitergeht. Es läuft die vierte Minute. Matthias Zimmermann setzt sich gegen Fürths Caligiuri durch. Der Pass zu Berkay Özcan und dann macht Manet da weiter, wo er vor exakt 170 Sekunden aufgehört hat. Zweiter Schuss, zweiter Treffer und auf dem Platz und an der Linie feiern alle VfBler den schnellsten Doppelpack, den je ein Debütant geschossen hat in der zweiten Liga. Manet für etwa 1,5 Millionen Euro ausgeliehen von Sporting Lissabon. Er hat schon Champions League gespielt für die Portugiesen. Manet ist, das zeigt er eindrucksvoll, ein richtig guter. Und Hannes Wolf hat nicht lange gebraucht, um das rauszufinden. Die Hände zum Himmel, aber keiner hebt ab beim VfB. Und deshalb kommen Rutenbecks Franken nicht rein ins Spiel. Im Dauerregen rennen, kämpfen, grätschen die Stuttgarter so leidenschaftlich wie lange nicht. Pavard haut sich hinten rein und hat aber auch Zeit, um mit nach vorne zu kommen. 24. Minute. Maxim macht sich bereit für den Eckball und zirkelt ihn auf den Kopf von Benjamin Pavard. Der Debütantentorrausch geht und rutscht immer weiter. 3-0 Stuttgart und jetzt trifft auch der 20-jährige Innenverteidiger, für den der VfB immerhin 5 Millionen nach Lille überwiesen hat. Gut angelegt, die Kohle, Pavard in der Luft, extrem stark. Was für ein Auftritt von ihm, Wolf und sein glückliches Ja, Mann! Und so sehen es auch die Fans. Die VfB-Profis im Verwöhnmodus. Erstmals gibt es drei Treffer in einem Spiel zu bejubeln. Und zum vierten fehlt nicht viel. Nach etwas mehr als einer halben Stunde Pavard per Kopf, Manet mit dem Fuß. Die zwei neuen setzen der ohnehin schon verrückten Geschichte fast noch die Krone auf. Hannes Wolf, was für ein Händchen bei der Heimpremiere. Seine zwei neuen sorgen für die 1-2-3-0-Führung zur Pause. Da können VfB-Legenden wie Kurani und Hildebrand nur anerkennend nicken. Durchgang 2. Und der VfB schaltet genauso viele Gänge zurück, weshalb Greuther Fürth endlich mal mitmachen darf und das auch gerne tut. Serdar Dursun und nach 58 Minuten muss ich mit Schlengereck mal richtig lang machen. Super Parade des fliegenden Australiers, der den Kasten sauber hält. Und so hat Stefan Rutenbeck wenig Hoffnung auf ein Wunder. Immerhin wehren sich seine Jungs jetzt deutlich mehr als in Halbzeit 1. Aber der VfB hat keine Lust auf unnötige Spannung. Der Eingewechselte, Anto Grigic, bleibt erst hängen und darf dann nochmal ran an die Kugel, die letztendlich landet bei Christian Gentner. 80. Minute, 4-0 VfB. Wieder nichts zu machen für Fürths bemitleidenswerten Keeper Balázs Mezeri. Und Gentner krönt sich mit seinem vierten Saisontor zum torgefährlichsten Mittelfeldspieler der gesamten Liga. Der Routinier und Anführer der Schwaben sorgt höchstpersönlich für den Schlusspunkt eines Spiels, in dem die Debütanten die großen Schlagzeilen schreiben. Manet und Pavard zaubern Hannes Wolf ein Lachen ins Gesicht bei seiner Heimpremiere.